Hallo Leute, heute wieder mal ein bisschen ein Theorievideo zum Thema, warum ich den Körper sehr stark in die psychologische Beratung mit einbeziehe bei mir in der Praxis. Und das liegt vor allem daran, dass wir im Prinzip zwei verschiedene Strukturen der Gedächtnisspeicherung haben. Und das Gedächtnis, wir meinen oft, das Gedächtnis ist irgendetwas, wo wir abspeichern wie auf dem Computer eine Datei und die kann man dann einfach rausholen und die Datei ist dieselbe, die wir eben abgespeichert haben. So funktioniert unser Gedächtnis nicht. So das Gedächtnis, jedes Mal, wenn wir uns erinnern, kreieren wir die Erinnerung neu. Das heißt, jedes Mal, wenn wir uns an etwas erinnern, wird die Erinnerung wieder zu etwas Neuem. Es ist also nicht das, was die ursprüngliche Erfahrung, wie die eigentlich zustande gekommen ist, was die ursprüngliche Erfahrung war. Dazu muss man auch noch sagen, dass die ursprüngliche Erfahrung auch schon nicht irgendwie was Objektives abgebildet hat, sondern auch die ursprüngliche Erfahrung ist natürlich gefiltert worden durch unsere Wahrnehmungsfilter. Gut, und jetzt sollten wir vielleicht noch wissen, dass wir eben diese zwei verschiedenen Strukturen haben, etwas Erinnerungsinhalte zu speichern. Und dazu habe ich das aufgeschrieben, dass man es mal nachlesen kann. Auch es gibt dieses explizite Gedächtnis und es gibt das implizite Gedächtnis. Das explizite Gedächtnis ist das, was wir die meiste Zeit meinen, wenn wir von Gedächtnis sprechen. Das heißt, das unterscheidet sich in semantisches und episodisches Gedächtnis. Das semantische Gedächtnis ist dieser Gedächtnisinhalt, wo man sagen, wo es um Faktenwissen geht, also irgendwelche historischen Daten oder irgendein Kuchenrezept. Das episodische Gedächtnis ist das, was, wenn wir uns erinnern an irgendwas, was wir gemacht haben, mit wem wir gesprochen haben, was wir gesprochen haben. Das ist alles explizit, das heißt, an das können wir uns erinnern und das können wir auch sprachlich mitteilen. Wir können über das reden und haben eine klare Erinnerung über das. Das implizite Gedächtnis hingegen, das nennt man auch prozedurales Gedächtnis, das ist im Prinzip das Unbewusste. Zum prozeduralen Gedächtnis gehört zum Beispiel Fahrradfahren. Ja, also das kann ich mir nicht mehr, kann mich erinnern, wie ich das mache, sondern das hat mein Körper sozusagen, man spricht manchmal vom Körpergedächtnis, das hat mein Körper sozusagen gespeichert. Da kann ich nicht explizit, also nicht bewusst auf dieses Wissen zurückgreifen. Warum ist das also relevant für die psychologische Beratung? Die meisten Probleme, die wir haben, entstehen ja nicht daraus, dass wir einen Mangel an Wissen haben, auch manchmal, aber eher selten, sondern dass wir eigentlich die meiste Zeit des Tages mit unseren unbewussten Programmen funktionieren. Und genau diese unbewussten Programme sind im Prinzip im impliziten Gedächtnis gespeichert. Also es ist unser unbewusster Navigator durchs Leben. Und dieses implizite Gedächtnis ist eben stark mit dem Körpergedächtnis verbunden, das heißt auch mit Gestik, mit Mimik. Und was ich hier in der Praxis mache, wenn ich den Körper mit einbeziehe, ist ganz stark zu untersuchen, was macht mein Körper, wie reagiert mein Körper auf verschiedene Themen. Und da muss gar nicht ein expliziter Gedächtnisinhalt auftreten, sondern der Körper verratet sozusagen schon, wie ich zu einem gewissen Thema stehe. Und das kann ich dann langsam anfangen zu erforschen. Ich kann erforschen, wie reagiert mein Körper auf etwas, warum reagiert mein Körper auf etwas. Und dazu gibt es eben ganz verschiedene Methoden, wie man das erforschen kann. Da kann man kleine Experimente machen mit seinem Körper und kommt so eigentlich in viel tiefere Schichten rein des Gedächtnisses, als man das könnte mit reiner Gesprächstherapie, Gesprächsführung, wenn es eigentlich immer nur um explizite Inhalte geht. Wie gesagt, also beim Körper, bei der körperorientierten psychologischen Beratung geht es sehr stark um dieses implizite Wissen und man nutzt den Körper dann, um wirklich tief in eine Materie reinzukommen und dann gegebenenfalls auch körperlich aufzulösen, ohne dass vielleicht jemals explizite Erinnerungen an irgendein Thema entstehen. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Einblick geben können. Es werden noch weitere Videos folgen, weil das Thema körperorientierte psychologische Beratung sehr interessant und sehr vielschichtig ist. Wenn ihr Fragen habt, einfach unter das Video kommentieren. Und dann mache ich vielleicht wieder ein anderes Video dazu. Schönen Tag und bis zum nächsten Mal.